Dickbauch. Ein Meher, der für den Premierminister arbeitete, hatte einen Sohn, der hieß Dickbauch. Der Grund für den Namen des Jungen war seine Körperform. Er hatte einen kleinen Kopf und kleine Füße, aber sein Bauch quoll dick hervor und passte überhaupt nicht zu Kopf und Füßen. Dickbauch lebte immer allein. Er spielte nicht gern mit seinen Altersgefährten, denn die verspotteten ihn häufig als einen ungestalten Mensch. Dafür setzte Dickbauch gern Reusen aus. Das war das Einzige, was er tagsüber machte. Aber nie setzte er seine Reusen in einen großen oder tiefen Fluss, denn er befürchtete, sie könnte von der Strömung mitgerissen und fortgetrieben werden. Lieber setzte er sie in die Gosse, neben dem Haus, dort, wo das Wasser aus der Küche herauskam, um dann in den Kanal zu laufen. Natürlich gab es dort keine Fische und deshalb war auch noch nie ein Fisch in die ausgesetzte Reuse gegangen. Immer, wenn Dickbauch seine Reuse hochhob, war sie leer. Eines Tages aber stürzte ein mächtiger Regen herab und der Hof wurde von der Flut überschwemmt. Diese Gelegenheit ließ Dickbauch nicht einfach vorbeigehen. Sogleich setzte er im Hof seine Reuse aus. Als der Regen sich wieder gelegt hatte und kein Wasser mehr im Hof war, stieg Dickbauch herunter, um die ausgesetzte Reuse aufzuheben. Und ja Allah! In der Reuse zappelte ein kleiner Fisch. Dies war der glücklichste Tag für Dickbauch, denn in seinem ganzen Leben war zum ersten Mal ein Fisch in seine Reuse gegangen. Zum ersten Mal hatte er Erfolg gehabt und einen kleinen Fisch gefangen. Nachdem er den Fisch aus der Reuse geholt hatte, steckte er ihn sogleich in eine mit Wasser gefüllte Kokosschale. Der Fisch schwamm hin und her und stieß dabei ständig an die Wände des engen Gefäßes. Dickbauch lachte darüber, ohne einmal aufzuhören. Immer wieder steckte er seine Zeigefinger ins Wasser, um den Fisch anzufassen. Der kleine Fisch wollte sich aber nicht fangen lassen und schwamm weg. Das freute Dickbauch noch mehr. Seitdem machte er nichts anderes mehr, als mit dem kleinen Fisch zu spielen. Er setzte auch keine Reusen mehr aus. Und wenn er schlafen wollte, vergaß er nicht, die Kokosschale neben sich zu stellen. Weil er sich so emsig um den kleinen Fisch, den er gefangen hatte, mühte, vergaß Dickbauch, seinem Vater zu helfen. Da wurde sein Vater schließlich unwillig. Und eines Tages sagte er mit großen Augen: »Spiel doch nicht ständig mit dem kleinen Fisch da. Es wäre besser, du würdest mir helfen, Gras zu mähen. Wenn du dein Benehmen nicht änderst, werde ich den Fisch töten.« Dickbauch bekam es mit der Angst zu tun. Er liebte seinen kleinen Fisch, der inzwischen schon ganz zahm geworden war. So versprach er seinem Vater, ihm beim Grassammeln zu helfen. Am nächsten Morgen machte er sich auf und folgte ihm zum Meer hin. Zuvor aber vertraute er die Schale mit dem Fisch seiner Großmutter an. »Neck, bitte, hüte mir den Fisch!« Die Großmutter nickte mit dem Kopf. Da sie aber viel Arbeit in der Küche hatte, konnte sie die Schale nicht immer mit sich herumtragen und stellte das Gefäß neben dem Haus ab. Während die Großmutter beschäftigt war, kam ein Huhn und näherte sich der Schale. Zufällig trat die Großmutter zu der Zeit gerade aus der Küche. Als sie sah, dass das Huhn nach dem Fisch ihres geliebten Enkels hackte, erschrak sie. Sie scheuchte das Huhn, das mit dem Fisch aus dem Schnabel fallen ließ. Das Huhn flatterte aber davon und im Gegenteil, es verschluckte den Fisch in seinem Schnabel. Was sollte man da sagen? Wie groß auch ihre Liebe zu Dickbauch war, so konnte sie doch nichts tun. Der Fisch war im Magen des Huhns. Es war unmöglich, ihn wieder herauszuholen.
Als Dick Bauch wieder nach Hause kam, fragte er seine Großmutter als erstes nach seinem geliebten Besitz. »Neck, wo ist mein kleiner Fisch?« Die Großmutter sah ihn mit neu traurigem Blick an und antwortete, »Ein Huhn hat den Fisch gefressen, mein Enkel. Lass uns nachher einen anderen suchen.« Als Dickbauch hörte, dass ein Huhn seinen Fisch gefressen hatte, weinte er und bat um Ersatz. Aber er wollte keinen anderen Fisch als Ersatz, sondern allein seinen alten Fisch oder aber das Huhn, das seinen Fisch gefressen hatte. Weil Dickbauch unaufhörlich weinte, gab seine Großmutter schließlich nach und überreichte ihm das Huhn. Und erst als er es bekommen hatte, hörte Dickbauch auf zu weinen. Seitdem tat Dickbauch nichts anderes, als mit dem Huhn, das er als Ersatz für seinen Fisch bekommen hatte, zu spielen. Dazu befestigte er eines der Beine an einer Schnur, deren Ende er nie aus seiner Hand ließ. Erst als das Huhn zahm war, bannte er es nicht mehr an. Wohin Dickbau auch ging, folgte ihm das Huhn. Eines Tages aber musste Dickbau seinem Vater an einem weit entfernten Platz helfen, Gras zu sammeln, und er konnte das Huhn nicht mitnehmen. Da vertraute er es seiner Großmutter an. An jedem Tag stampfte seine Großmutter Reis, und während sie stampfte, spielte das Huhn nicht weit von ihr und scharrte nach Reiskörnern. Das Huhn war inzwischen gewöhnt, mit Dickbauch zusammenzuleben. So hatte es keine Angst mehr vor dem Menschen und scharrte nahe bei Dickbauchs Großmutter. Wie nun Dickbauchs Großmutter den Reisstampfer schwang, streckte das Huhn seinen Kopf aus und wollte von ihren Füßen ein Korn aufpicken. Und gerade als der Stampfer heruntersauste, befand sich der Kopf des Huhnes genau darunter und wurde zerschmettert. »Ach, wie wird Dickbauch zornig sein«, sagte die Großmutter. »Dieses Huhn war auch ungezogen.« Dann hob sie den Kadaver auf und warf ihn auf den Abfallhaufen. In dem Augenblick kam Dickbauch nach Hause und sah, dass sein Huhn nicht da war. Er fragte sogleich, »Neck, wo ist mein Huhn?« »Sei nicht zornig, Dickbauch, das Huhn ist tot, vom Reisstampfer zermalmt. Es hat zu nahe an der Stelle gespielt, an der der Reis gestampft wird.« Dickbauch schwieg. Dann aber sagte er, »Gib mir den Stampfer als Ersatz.« »Ach, was bist du für ein Mensch, Dickbauch? Jetzt willst du den Stampfer. Es wäre doch besser, ich gebe dir nachher ein anderes Huhn als Ersatz, ein größeres.« »Nein, ich will nicht. Ich will nur den Stampfer.« Und weil sie Dickbauchs Absicht nicht ändern konnte, gab ihm die Großmutter schließlich als Ersatz den Stampfer, der den Kopf des Huhns zerschmettert hatte. Eines Tages ging Dickbauch wieder einmal mit seinem Vater zum Grasmähen und er vertraute seinen Stampfer einem Kuhhirten an. Während Dickbauch weg war, trat ein Wasserbüffel auf den Stampfer, so dass er zerbrach. Dickbauch bat um einen Ersatz, wollte aber keinen anderen Stampfer annehmen. Er bat ihm, den Büffel zu geben, der den Stampfer zertreten hatte. Aber der Kuhhirte wollte ihm den auf keinen Fall geben. Da berichtete Dickbauch die Angelegenheit seinem Vater und der wiederum seinem Herrn. Man entschied über den Fall und Dickbauch gewann. Er erhielt als Ersatz den Büffel. Jetzt ging es Dickbauch häufig mit seinem Büffel auf die Weide. Auf seinem Rücken ritt er zu den ausgetrockneten Feldern, die viel Gras hatten. Dabei sang er zufrieden. »Ich habe eine Reuse im Hof ausgesetzt, und als es regnete, erhielt ich keinen kleinen Fisch. Der Fisch wurde von einem Huhn gegessen, und das Huhn wurde sein Ersatz. Das Huhn hatte schwarze Federn und starb von einem Stampfer zerschmettert. Meine Großmutter ersetzte es mir,
Der Stampfer wurde sein Ersatz. Den großen Stampfer aus Lorbeerholz vertraute ich einem Hirten an. Er brach, zertrampelt von einem Büffel. Der Büffel wurde sein Ersatz. Der Büffel ist fett und hat spitze Hörner. Ich weide ihn auf den Feldern mit grünem Gras. Wie bin ich zufrieden? Als Dickbock wieder einmal mit seinem Vater zum Grasmäher hinging, band er den Büffel unter einem Durianbaum fest, der voller Früchte hing. Unter dem Baum war ringsum grünes Gras, und während der Büffel so angebunden war, füllte er ohne Unterlass seinen Magen. Aber zum Unglück fiel eine der reifen Durian genau auf seinen Schädel. Diese Durian war wirklich groß und zerschmetterte sein Haupt. Der Büffel starb sofort. Als Dickbock seinen Büffel tot wiederfand und eine Durian in seiner Nähe sah, erkannte er, dass sein Büffel von einem unglückseligen Schicksal getroffen war. Aber er konnte niemandem die Schuld dafür geben. Er fühlte, dass es sein Fehler gewesen war, denn er hatte den Büffel unter einem Durianbaum angebunden. Voller Trauer hob er die Durian, die den Schädel seines Büffels zerschmettert hatte, auf. Dann folgte Dickbauch mit der Durian seinem Vater zum Anwesen des Premierministers, um das Gras für die Pferde dorthin zu bringen. Dickbauch lief hinterher, während sein Vater schwer beladen mit dem Graskorb voranging. Als sie zu dem Prinzessinnenpalast kam, sah die Prinzessin Mayanksari, die wegen ihrer Schönheit berühmt war, wie Dickbauch die schwere Durian vorbeitrug. Das Wasser lief ihr im Munde zusammen, als sie den Durianduft, der ihre Nase streifte, verspürte. Sie rief den Jungen, der die Durian trug. »Dickbauch, woher hast du diese Durian?« Dickbauch blickte sich um. Bestürzt sah er, dass ihn eine anmutige Prinzessin ansprach. Sogleich sprach er: »Diese Durian habe ich als Ersatz für meinen Büffel bekommen. Der starb, als sein Schädel von ihr zerschmettert wurde. Gib sie mir, ja?« »Unmöglich«, erwiderte Dickbauch. »Diese Durian hat den Tod meines Büffels verursacht. Ich kann sie unmöglich weggeben.« Die Prinzessin wollte sich nicht mit Dickbauch streiten, und daher sagte sie: »Wenn du zum Pferdestall gehen willst, lass die Durian hier. Lass sie mich aufbewahren.« »Gut«, erwiderte Dickbauch. »Wenn ich nachher wie zurückkomme, werde ich sie mir wiederholen.« Nachdem er die Durian Prinzessin Mayanksari anvertraut hatte, folgte Dickbauch schnell seinem Vater zum Pferdestall. Prinzessin Mayanksari aber verspeiste sogleich die schmackhafte Frucht, bis nichts mehr übrig war. Die Durian schmeckte frisch, ihr Fleisch war fest und ihre Kerne klein. »Eine so schöne Durian gibt es wirklich selten«, sagte sie mehrmals. Als Dickbauchs Vater mit dem Füttern der Pferde fertig war, kehrte er zurück. Sein Sohn, der ihm beim Füttern geholfen hatte, forderte er auch auf, mitzukommen. Am Prinzessinnenpalast machte Dickbauch Halt und begab sich zu Prinzessin Mayanksari. »Herrin, wo ist meine Durian?« fragte er. Prinzessin Mayanksari lachte schallend, und ihre Schönheit wurde dadurch nur noch deutlicher. »Dickbauch, warum erbittest du deine Durian zurück? Ich habe sie bereits gegessen. Ihr Geschmack war wirklich außerordentlich.« Dickbauch blieb schweigend stehen. Seine Augen blickten scharf auf Prinzessin Mayanksari. An seinem Benehmen war zu sehen, dass er zürnte, weil man sein Vertrauen missbraucht hatte. »Gut, Dickbauch«, sagte die Prinzessin Mayanksari, als sie Dickbauchs Haltung erkannte. »Sei nicht zornig, ich werde sie dir ersetzen. Wie viel war sie denn wert?« »Ich werde dir Geld für 10 Durian geben.« »Sei doch nicht so zornig.«
Sie wollte Dick Bauch Geld geben, aber er wollte es nicht annehmen. Zunächst glaubte die Prinzessin, dass Dick Bauch das angebotene Geld für zu wenig erachte. Sie legte mehr dazu. Aber Dick Bauch lehnte weiter ab. Ratlos bot sie ihm weitere wertvolle Dinge an. Doch Dick Bauch lehnte unbeirrt ab. Prinzessin Mayansari war verzweifelt. Schließlich fragte sie Dick Bauch, der währenddessen schweigend dagestanden hatte: Womit soll ich dir dann die Durian ersetzen, Dick Bauch? Alles, was ich dir gegeben habe, hast du abgelehnt. Mit Augen, die fest und ohne zu blinzeln auf die Prinzessin schauten, antwortete Dick Bauch: Weil ihr meine Durian gegessen habt, müsst ihr auch mein Ersatz sein. Prinzessin Mayansari schwieg. Sie war sich ihres Fehlers bewusst. Als sie aber sah, wie hässlich der Junge anzusehen war, der so dreist sprach, erhob sich in ihr Zorn. Ihr fiel auch noch ein, dass der Junge nur der Sohn eines einfachen Mähers war. »Du bist verrückt, Dick Bauch«, sagte sie mit vor Zorn zitternder Stimme. Aber Dick Bauch wollte seinen Entschluss nicht ändern. Er blieb fest dabei, die Prinzessin als Ersatz zu fordern. »Ihr Herren habt um mein Vertrauen gebeten, die Durian bewachen zu dürfen. Warum habt ihr sie denn gegessen?« Wieder wurde sich Prinzessin Mayansari ihres Fehlers bewusst. Sie hatte voreilig etwas, das ihr nicht gehörte, gegessen, ohne seinen Besitzer um Erlaubnis zu fragen. Durch die Erziehung, die sie empfangen hatte, wusste sie, dass dies für jemanden ihres Standes verboten war. Dies war ein habsüchtiges Vergehen gewesen. Als sie aber an den Vorschlag des verrückten Dickbauchs dachte, stieg wieder Zorn in ihr empor. Unmöglich konnte sie auch auf einen solchen wahnsinnigen Vorschlag einlassen. War Dickbauch nicht der Sohn eines einfachen Mähers, dazu noch von ungestalter Figur, während sie, eine herrschaftliche Prinzessin, von unvergleichlicher Schönheit war? Jetzt versuchte Prinzessin Mayansari, Dick Bauch davon zu jagen. Aber der Sohn des Mähers wich keinen einzigen Schritt. Er verlangte Gerechtigkeit. Er bat, die Angelegenheit dem Vorherrscher vorzutragen, denn er wollte ihn, der im ganzen Land das Recht hochhielt, um Gerechtigkeit bitten. Wegen des Aufruhrs kamen nun Palastdiener herbei, die Dick Bauch zu vertreiben suchten. Dick Bauch schimpfte sie Leute, die nicht wüssten, was sich gehört, die das Recht nicht kannten, unverschämt wäre das und ähnliches. Und obwohl sie schließlich mit ihrer Palastwache drohten, wollte Dick Bauch nicht weichen. Er blieb fest bei seinem Entschluss. Wegen des Aufruhrs im Prinzessinnenpalast kam auch der Herrscher, um zu erfahren, was es gebe. »Was ist denn, dass ihr einen solchen Aufruhr im Prinzessinnenpalast macht?« fragte er einen der Palastdiener. Der Mann fiel ehrerbietig vor ihm nieder und sagte: »Da ist ein junger Mann, der sich der ehrwürdigen Prinzessin gegenüber ungesittet bestimmt, Herr.« »Wieso benimmt er sich ungesittet?« forschte der Herrscher weiter. »Verzeiht, Herr, darüber weiß ich nichts«, erwiderte der Mann. Da begab sich der Herrscher zu Prinzessin Mayansari, die mit vor Zorn gerötetem Gesicht dastand. Vor ihr stand ein dickbäuchiger Junge, den die Palastdiener fortjagen wollten. »Mayansari«, sprach der Herrscher seine Tochter an, »was ist denn hier für eine Aufruhr?« Als Mayansari ihren Vater kommen sah, war sie sich ihrer Schuld bewusst. Sie kannte die Gerechtigkeit des Herrschers, und sicherlich würde er ihr verhalten, dass sie es nämlich gewagt hatte, eine Durian, die einem anderen gehörte, ohne Zustimmung des Eigentümers zu essen, verurteilen. Aber sie konnte unmöglich lügen, und so erzählte sie den ganzen Vorfall, angefangen damit, dass sie Dickbauch gebeten hatte, ihr die Durian anzuvertrauen. Weil sie aber ihren Appetit nicht hatte zurückhalten können, habe sie es dann gewagt,
die ihr anvertraute Durian ohne Wissen ihres Besitzers zu essen. Dickbock wolle nun keinen Ersatz annehmen, es sei denn, er erhalte wieder die Durian, die sie vollständig gegessen habe, oder aber die Prinzessin selbst, die sie verzehrt hatte. Als der Herrscher den Bericht seiner Tochter vernommen hatte, war er über das starke Rechtsempfinden Dickbauchs sehr erstaunt. Er bewunderte, dass Dickbauch so fest bei seiner Auffassung geblieben war, obwohl ihn die Palastdiener verfolgt und mit Waffen bedroht hatten. Nachdem er reiflich überlegt hatte, war sich der Herrscher im Klaren, dass die Schuld auf Seiten der Prinzessin lag, die es gewagt hatte, die ihr anvertraute Frucht zu essen. Er war als gerechter Herrscher bekannt, aber bei diesem Fall war es verständlich, dass sein Sinn schwankte. Konnte er es übers Herz bringen, seine einzige, allerhübscheste Tochter Dickbauch dem hässlichen Sohn eines Grasmähers zur Frau zu geben? Der Herrscher schwankte zwischen der Gerechtigkeit und dem Glück seiner einzigen Tochter. Für eine Weile überlegte er noch, dann aber siegte die Gerechtigkeit. Mit leiser Stimme sprach er zu Prinzessin Mayansari: Vielleicht ist es dein Schicksal, Mayansari, Dickbauchs Frau zu werden. Es ist deine eigene Schuld, da du die Durian, die einem anderen gehörte, begehrtest. Als Mayansari den Spruch ihres Vaters vernahm, schwieg sie, denn sie verstand mehr als die anderen, dass dieser Beschluss nicht mehr zurückgenommen werden konnte. Mit schwerem Herzen fügte sie sich: Wenn dies euer Beschluss ist, Vater, werde ich mich nicht wehren. Dann blickte der Herrscher auf Dickbauch, der die ganze Zeit über mit gekreuzten Beinen und geneigtem Haupt dagesessen hatte. Dickbauch, sprach der Herrscher ihn an, wer ist dein Vater? Wo wohnst du? Mit zitternden Händen warf sich Dickbauch zur Huldigung nieder und antwortete: Mein Vater ist der Mäher beim Premierminister. Wir leben in einem Kampong beim Wald am Fuße des Berges. Der Herrscher nickte mit dem Kopf. Dann schaute er einen der anwesenden Palastdiener an und befahl: Rufe den Premierminister her. Schnell machte der Diener seinen Kniefall vor dem Herrscher und stand dann auf, um den Premierminister zu holen. Nicht lange danach kam er in Begleitung des hastig daherlaufenden Premiers wieder. Nachdem dieser dem Herrscher gehuldigt hatte, wobei seine Augen voller Fragen waren, weil er Dickbauch erblickt hatte, hörte er den Herrscher sprechen: Erschrecke nicht, Pati, weil wir dich zu einer ungewöhnlichen Zeit gerufen haben, aber es hat sich etwas Ungewöhnliches ereignet, und daher baten wir dich auch zu dieser ungewöhnlichen Zeit hierher. Verzeiht, dass ich frage, sprach der Premierminister mit Ehrerbietung. Was hat sich denn Ungewöhnliches ereignet, dass ihr mich bittet, zu einer ungewöhnlichen Zeit vor euch zu erscheinen? Der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir unsere einzige Tochter Mayansari auf den Brautthron heben. Verzeiht, Herr, sagte der Premierminister erschreckt. Welcher Prinz soll denn der Bräutigam sein und neben der Prinzessin sitzen? Ihr Bräutigam ist kein Prinz, Patti, erwiderte der Herrscher. Es ist ein Junge, von dem du nie glaubst, dass er ihr Bräutigam werden wird. Wer ist denn der Glückliche? Wenn du, Patti, nach links schaust, wirst du den Jungen sehen, der ihr Ehemann werden wird. Der Premierminister blickte nach links, und dort sah er Dickbauch. Außer ihm saß niemand sonst auf der linken Seite. Dickbauch? Fragte er unglaublich. Wie ist das möglich? Ja, Dickbauch wird tatsächlich neben Prinzessin Mayansari sitzen, sprach der Herrscher jetzt mit ernster Stimme, so dass der Premierminister, ob er es wolle oder nicht, an das glauben musste, was er gehört hatte. In der Tat, Dickbauch, der Sohn des Mähers,
der in deinem Haus Pathé arbeitet, wird neben Prinzessin Mayansari sitzen. Warum das, Herr? Fragte der Premierminister weiter. Gibt es nicht viele Prinzen, die sich als Ehemänner für Prinzessin Mayansari eignen? Es ist meinem Kind so bestimmt, Pati, sagte der Herrscher und berichtete ihm die Gründe, weshalb Dickbauch und die Prinzessin Mayansari verheiratet werden sollen. Schweigend hörte der Premierminister den Bericht des Herrschers an. Er bewunderte seine Gerechtigkeit. Wie verehrte er den Herrscher, der ohne Ansehen der Person Gerechtigkeit walten ließ. Als der Herrscher ausgesprochen hatte, huldigte ihm der Premierminister. Wenn das euer Befehl ist, füge ich mich. Da gibt es noch eine Schwierigkeit, Patti, sagte jetzt der Herrscher. Dickbauch ist ein Dorfjunge. Obwohl er bestimmt oft von seinem Vater mit in den Haus genommen wurde, kennt er sicherlich nicht die Regeln der Sitte. Ich möchte, dass du ihn mitnimmst und in deinem Haus wohnen lässt. Solange er dort wohnt, sorge für ihn und erziehe ihn gut, bis der Zeitpunkt der Hochzeit gekommen ist. Und vergiss auf keinen Fall, ihn in die Dinge zu unterrichten, die ein zukünftiger Kronprinz wissen sollte. Der Premierminister antwortete ehrerbietig: Ich werde mich so gut wie möglich bemühen, Herr. Dann verabschiedete er sich und ging in Begleitung von Dickbauch zu seinem Haus zurück. Die Frau des Premierministers freute sich sehr, denn obwohl sie schon seit Jahrzehnten verheiratet war, besaß sie kein Kind. Sogleich wurde Dickbauch gebadet und ausgestattet. Täglich wurde er dann von dem Premierminister in den Regeln der Sitte und der Staatskunst unterrichtet, in Dinge also, die er als zukünftiger Gatte der Tochter des Herrschers wissen musste. Wie sich herausstellte, war Dickbauch ein aufgeweckter Mensch und schnell verstand er und begriff alles, was man ihm lehrte. Die Zuneigung des Premierministers und seiner Frau wurde immer größer. Nachdem er einige Zeit bei dem Premierminister gelebt hatte, änderte sich Dickbauch ganz und gar. Sein Bauch stand jetzt nicht mehr hervor. Ja, sein ganzer Körper wurde gewandt und kräftig. Sein Gesicht wirkte entschlossen und seine Haut war goldgelb wie ein Langsackfrucht. Es gab keinen Hinweis mehr, dass er früher ein hässlicher Junge mit hervorquellendem Bauch gewesen war. Auch sein Name wurde jetzt geändert und er hieß nicht mehr Dickbauch, sondern Raden Gandarasa, das heißt Wohlgeruch. Als dann der Zeitpunkt gekommen war, wurde Raden Gandarasa mit der anmutigen Prinzessin Mayansari verheiratet. Das Hochzeitsfest dauerte 14 Tage und 40 Nächte. Und weil das einzige Kind des Herrschers einen Mann bekommen hatte, nahm das ganze Reich daran Anteil. Nicht lange danach zog sich der Herrscher wegen seiner fortgeschrittenen Alters vom Thron zurück, um als Asket in den Wald zu gehen. An seiner Stelle wurde sein Schwiegersohn Raden Gandarasa, den man früher einmal Dickbauch genannt hatte, neuer Herrscher.